Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute. Herr Merz, Sie haben auf die Rede von Herrn Bundeskanzler erwidert, Sie seien entsetzt, weil Teile gefehlt haben. Was ich in allen meinen Vorrednern, auch in Ihrer Rede, eben nicht gehört habe und was mich entsetzt hat, dass Sie kaum ein Wort über das eigene Land verloren haben, dass Sie kaum ein Wort über die Sorgen und Nöte der deutschen Bevölkerung verloren haben. Das sagt eigentlich alles aus. Bereits die vergangenen ASEAN-Gipfeltreffen haben uns nämlich auch eines gezeigt. Die Staaten wollen sich nicht zwischen zwei Verhandlungspartnern entscheiden. Darin haben sie uns und Europa mittlerweile einiges voraus. Sie wägen die Zusammenarbeit nämlich interessengeleitet ab, anstelle sich durch Sanktionen zu separieren. Und China, meine Damen und Herren, gehört zu Asien, geografisch, kulturell und wirtschaftlich. Differenzen gibt es auch dort überall, die kann man jedoch nur gemeinsam beraten, ohne die komplette Öffentlichkeit in die eine oder die andere Richtung zu instrumentalisieren. So kann jeder sein Gesicht wahren und Missverständnisse werden so auch vermieden. Und genau diese sind in den letzten Monaten schon oft genug als Konfrontation wahrgenommen worden. Und das, werte Kollegen, genau das gilt es auch zu vermeiden. Wir brauchen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Niemand möchte sich zuerst mit ideologischen Denkansätzen seines Gegenüber beschäftigen. Für eine friedliche Welt ist der respektvolle Umgang miteinander der erste Schritt. Und gerade die aktuelle Situation in Deutschland zeigt, dass wir als ein Land ohne Rohstoffe und mit hoher Inflation es uns überhaupt nicht erlauben können, ständig wirtschaftliche Sanktionen im Namen der sogenannten, wir haben es ja heute wieder gehört, feministischen Außenpolitik zu erlassen. Dieses Instrument schadet Deutschland ebenso nachhaltig wie seinen Bürgern. Und genau das muss ein Ende haben. Und schon längst reden wir nicht mehr nur über Russland. Mittels Berichterstattung zur innenpolitischen Auseinandersetzung sendet die Bundesregierung Signale an unliebsam gewordene Länder aus. Wir haben es heute auch gehört. Diese sorgen dort zumindest für Erstaunen bis hin zu Unverständnis. Denn über Jahrzehnte, und das muss man ja auch mal sagen, hat man vernünftig kommuniziert, diplomatische Standards gewahrt und wirtschaftlichen Austausch gepflegt. Das waren die Leitlinien deutscher Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Aber spätestens seit dieser Ampelregierung stehen ideologische Lehrstunden gegenüber anderen Nationen und Kulturen mittlerweile auf der Tagesordnung. Man unterscheidet nur noch zwischen gut und schlecht, zwischen schwarz und weiß. Und da frage ich Sie, können Sie sich, meine Damen und Herren, eigentlich noch vorstellen, dass diese Stimmung mittlerweile als feindselig aufgenommen wird? Und ich frage Sie, wem nutzt das? Meinen Sie, das hilft den Menschen vor Ort in den Ländern? Und ja, die geführten Auseinandersetzungen sind in Teilen auch gewalttätig, was wir als Alternative für Deutschland auch nicht verteidigen. Ist man aber ein besserer und vertrauensvoller Partner, wenn man von außen einen vielleicht gewaltsamen Regimewechsel aktiv herbeiführen möchte? Natürlich nicht. Sie stellen sich und damit Deutschland dauerhaft vollkommen ins Abseits. Das trägt weder zu Frieden in der Region oder der Welt bei, noch nutzt es den deutschen Bürgern. Mit Ihrer Politik teilen Sie die Welt in zwei Hälften, schotten Deutschland einseitig ab und treiben so auch die Deindustrialisierung weiter voran. Sie setzen mittlerweile den längst eingeschlagenen Kurs der Merkel-Regierung fort. Dass der Wirtschaftsstandort Deutschland schon seit Jahren immer weniger attraktiv ist, zeigt die steigende Zahl der Firmen, die bereits abgewandert sind oder die es planen. Und diese Zahlen, die sind alarmierend und die müssten auch im Wirtschaftsministerium mittlerweile angekommen sein. So konnte man in der FAZ am 30. November diesen Jahres nachlesen, dass bei einer Umfrage des Statistischen Bundesamtes unter 600 mittelständischen Unternehmen mittlerweile 20% bereits konkrete Pläne haben, Deutschland zu verlassen. Und das ist nicht der Anfang. Von 2018 bis 2020 gingen bereits 1,6% der deutschen Firmen diesen Weg, also lange vor den Ereignissen des Jahres 2022. Und sehr bedenklich sind zudem die Geschäftsbereiche, die vorrangig ausgelagert wurden. Darunter die Warenproduktion und deren Vertrieb, aber auch die Forschung und Entwicklung. Also das letzte Know-how, der letzte Rohstoff, Forschung und Entwicklung wandert mittlerweile ab. Und da verstehen Sie da wirklich die Signale? Ich weiß es nicht. Zuerst wurden Produktionsprozesse aus Deutschland ausgelagert und die Politik sagte, wir werden eine Dienstleistungsgesellschaft. Das war hier die Ansage. Aber das gehört mittlerweile auch der Vergangenheit an. Auch Dienstleistungen werden mehr und mehr ausgelagert. Und da frage ich Sie, warum sollte sich überhaupt noch ein Unternehmen in Deutschland ansiedeln? Diese Frage können Sie überhaupt nicht mehr beantworten, denn die Ursachen sind nämlich klar und die benennen Sie kaum noch.
Hohe Sozialabgaben, Steuerlast, die zu hoch ist, Bürokratie und natürlich nicht die zuletzt hohen Energiepreise tragen genau dazu bei, dass dieser Wirtschaftssektor auch bald nicht mehr existiert und dass Deutschland auch keine Wirtschaftsnation in dem Umfang mehr sein wird. Beispiele sehen wir hier gerade auch in Berlin tagtäglich. Handwerksbetriebe wie Bäckereien schließen und die Gastronomie kann keine Angebote mehr machen, weil die Arbeitskräfte fehlen. Und das in einer Bundeshauptstadt. Gehen Sie mal in Ihren Wahlkreis, insofern Sie überhaupt einen haben, und schauen sich die Lage mal vor Ort an. Können Sie Ihren Wählern eigentlich diesen Niedergang überhaupt noch vermitteln? Und wenn ich die Abwanderung mal betrachte, die ja auch in keinen Kontext mehr gesetzt wird, seit 2014 verlassen jährlich fast 250.000 Deutsche dieses Land. Das sind bis zum Jahr 2020 2 Millionen deutsche Leistungsträger, die dieses Land verlassen. Und Sie reden immer wieder von Zuwanderung. Die Gründe dafür, die sollten Sie mal ermitteln, denn das ist ein Skandal. Und Sie dürfen mir glauben, dass die Bürger sehen und erleben Tag für Tag die Folgen ihrer destruktiven Politik. Denn diese führt unser Land auch in die energiepolitische Sackgasse. Mit ihrer Entscheidung, die grundlastfähigen Energieträger wie Kohle, Gas, aber auch Kernkraft aus Deutschland zu verbannen, enthalten sie Bürgern und Unternehmen die kontinuierliche Energieversorgung vor. Und nein, die aktuelle Dunkelflauten können sie eben nicht beeinflussen, wohl aber einen vernünftigen Energiemix, wie wir es von der AfD immer wieder gefordert haben. Sie als Bundesregierung werden mehr und mehr zum Treiber der Inflation. Sie sind die Hauptursache der Inflation in Deutschland. Und deshalb machen Sie die energiepolitische Kehrtwende, machen Sie endlich Politik für Deutschland und für die Bürger. Sie haben die Aufgabe, auch in schwierigen Zeiten realpolitische Lösungsansätze zu erarbeiten. Stattdessen hören Sie auf, Ihre Ideologie immer wieder mit neuen Bedrohungsszenarien durchsetzen zu wollen. Und wir, die Opposition, werden Sie immer wieder in die Pflicht nehmen, Politiksymbole des deutschen Volkes zu machen. Wir, die Opposition dieses Hohen Hauses, haben die Aufgabe, Ihre Regierungspolitik kritisch zu begleiten. Das ist der Kern unserer demokratischen parlamentarischen Ordnung und nicht Ihnen auf der Regierungsbank mit warmen Worten zu schmeicheln. Das machen Sie jeden Tag schon selbst genug. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.